Heute geht es um das Thema Stirnfalten und wie wir Stirnfalten minimieren können bzw. vielleicht sogar ganz loswerden. Und ja, erstmal möchte ich erwähnen, dass ich an sich Falten überhaupt nicht schlimm finde. Das gehört einfach zum Alterungsprozess dazu und Falten bedeuten nicht, dass jemand irgendwie ungesund lebt oder einfach sich nicht kümmert, sondern Falten entstehen bei uns allen, wenn wir älter werden. Wir kommen da größtenteils nicht drum herum. Und hier in der westlichen Welt werden Falten leider immer als was sehr Negatives bewertet. In Japan sagt man zum Beispiel hier zu den Krähenfüßen, Lachfältchen, Sonnenstrahlen, was ich total schön finde. Da wird mit den Falten wird da eher so eine Art Weisheit mit assoziiert. Und ich finde, Falten machen auch nicht unbedingt unattraktiver, weil wenn du eine gute Ausstrahlung hast und eine gepflegte Haut, dann sind, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, können Falten das so ein bisschen können Falten noch so ein bisschen deinen Charakter auch unterstreichen. Aber auch in Hollywood gibt es immer mehr Frauen, die zu ihren Falten und zu ihrem Alter stehen. Diese Frau wird gerade total gehypt, Hannah Waddingham. Und klar, man sieht auf jeden Fall, sie ist schon ein bisschen älter, sie ist mittlerweile 48, aber das macht bei ihr nicht viel aus. Sie hat eine total tolle Ausstrahlung, eine sehr attraktive Frau. Und ich glaube, auch in Hollywood wird es immer mehr in Richtung Natürlichkeit gehen und weg von ganz invasiven Eingriffen oder Unterspritzungen. Dennoch kann ich absolut nachvollziehen, wenn du dich wohler fühlst mit einem faltenfreieren Gesicht, beziehungsweise wenn die Falten nicht ganz so dominant im Gesicht sind, geht mir nämlich ganz genauso. Deswegen, ja, wollen wir heute ins Eingemachte gehen, was das Thema Stirnfalten angeht. Denn ich habe letztens einen interessanten Kommentar bekommen, als ich das Video gemacht habe zu meiner Morgenroutine. Und zwar hat da eine Dame geschrieben: Ich staune immer wieder über deine super glatte Stirn. Wow, wie macht sie das nur? Vielleicht sollte das so ein bisschen implizieren, vielleicht spritzt sie was. Sie hat doch bestimmt Botox in der Stirn. Und ich weiß auch von vielen Freundinnen, dass Botox ja sehr oft in die Stirn gespritzt wird. Gerade hier, wenn es so um diese Zornesfalte hier geht. Heute geht es aber eher um die, wie nennt man das denn, horizontal oder vertikal, die Falten hier. Also, dass ich das nicht mal weiß. Ich muss das jetzt gerade mal googeln. Findet ihr das jetzt irgendwie komisch? Ja, horizontal, genau. Das sind horizontale Falten, also diese hier. Und ich sage euch jetzt erstmal, wie sie entstehen. Und danach erzähle ich euch, wie ihr sie mindern könnt. Habe ich ein paar gute Tricks auf Lager. Und warum ich tatsächlich so eine glatte Stirn habe, das verrate ich euch auch. Denn ich habe seit mit Ende 20 eine bestimmte Maßnahme ergriffen, dass keine Falten hier entstehen konnten. Erstmal, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass wenn wir immer wieder die gleiche Mimik machen, vielleicht ist euch das mal aufgefallen, gerade Stirnfalten haben oft damit zu tun, wenn wir irgendwie angestrengt schauen, wenn wir traurig sind, wenn wir oft wütend sind. Bei mir habe ich das oft gemerkt, wenn ich angestrengt in den PC schaue, also in meinen Laptop, dass ich dann irgendwie hier die Stirn runzele. Und beim Runzeln sind wir ja beim eigentlichen Problem. Wir runzeln oft die Stirn in verschiedenen Situationen im Leben. Zum Beispiel, wenn wir auch nachts schlafen, das wissen viele gar nicht, wenn wir zum Beispiel verrückt träumen, dann kann es passieren, dass wir die Stirn runzeln. Und achtet mal so ein bisschen oder fragt mal euren Partner, wie das ist, ob ihr unruhig schlaft, ob ihr oft träumt, auch vielleicht auch habt ihr oft Albträume. Auch da kann man die Stirn irgendwie nachts unbewusst runzeln. Ein guter Trick ist auch, wenn du zum Beispiel am Telefonieren bist, dass du während dem Telefonat mal in den Spiegel schaust und guckst, welche Areale deinem Gesicht oder Partien du besonders immer von deiner Mimik betroffen sind. Also des Weiteren natürlich Sonne. Ich kann es nicht immer wieder genug betonen, wie wichtig es ist, Hüte zu tragen oder zumindest ein Cappy, auch im Winter. Obwohl im Winter ist es jetzt nicht ganz so krass, da ist die Sonne nicht stark. Aber trotzdem würde ich sagen, guckt immer, dass ihr vielleicht irgendwie das Gesicht ein bisschen bedeckt oder zumindest eine Wintermütze. Und ja, ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Fan von Sonnencremes, weil ich kenne jetzt einige, die im Sommer trotzdem Sonnenbrand hatten, auch wenn es Lichtschutzfaktor 50 und was weiß ich alles war. Denn die Sonne zerstört DNA in der Haut und das ist oft irreversibel. Deswegen, wir müssten da, wenn es schon passiert ist, auf jeden Fall ein bisschen mehr tun. Jetzt kommen wir aber zu der ersten Maßnahme, die ich ergriffen habe, dass ich
keine Stirnfalten mehr bekommen, beziehungsweise bin präventiv, habe ich vorgesorgt. Und zwar eine Sache, die mir immer oft aufgefallen ist, als ich mal in den Spiegel geschaut habe, genauer geschaut habe, dass wenn ich mir Mascara aufgetragen habe, jetzt seht ihr auch, welchen ich benutze, ich weiß nur nicht, ob ich diese Brand irgendwie aussprechen kann. Crown, ach, keine Ahnung. Ich kann es ja vielleicht mal unten verlinken. Also ich habe jetzt keine Kooperation mit denen oder so. Genau, zum Beispiel, wenn ich Mascara aufgetragen habe, ist mir aufgefallen, dass ich immer die Stirn so nach oben gezogen habe, so dass sich hier Falten gelegt haben. Achtet mal darauf. Also als ich das festgestellt habe, habe ich nur noch geguckt, dass meine Stirn, wenn ich den Mascara auftrage, dass ich die so... ja, dass ich halt quasi anspanne hier, dass ich nicht die Stirn in Falten lege. Und seitdem ich das beherzigt habe, habe ich dann nicht mehr diese Falten hier auf der Stirn bekommen. Dafür habe ich andere Falten in anderen Regionen meines Gesichtes, wie hier zum Beispiel. Ich habe ja auch, wie gesagt, ein bisschen viel Masse verloren in meinem Gesicht. Also ich hatte früher so ein ganz kugelrundes Hamstergesicht. Jetzt ist es halt sehr schmal geworden. Es ist ja auch so, wenn dieses subkutane Fett oder wie man das nennt, unter der Haut verschwindet, wirkt das Gesicht natürlich automatisch knochiger, schmaler. Und ich finde es was Schönes. Ich finde, wenn das Gesicht ein bisschen Kontur bekommt, gefällt mir. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache. Klar, es hat auch viele Vorteile, wenn man viel Speck im Gesicht hat, ne? Dann sieht man halt auch länger, natürlich jünger aus. Also alles hat immer Vor- und Nachteile. Jetzt kommen wir zu der nächsten Sache, die ihr machen könnt, um Gesichtsfalten zu glätten. Und zwar unsere Kopfhaut, wie gesagt, muss auch ab und zu mal ein bisschen gestrafft werden. Unsere Haut, wir sollten auf jeden Fall schon ungefähr mit 30 eventuell mit Gesichtsübungen anfangen. Und was du zum Beispiel machen kannst, ist die Haare so nach hinten, also beziehungsweise deine Haare so am Schopfe packen und deine Haut so nach hinten ziehen. Somit stärkst du die Kopfhaut, du stimulierst auch die Haarwurzeln und ziehst so ein bisschen die Haut nach hinten. Und das kannst du dann immer so bis 5 machen oder bis 10 und dann wieder loslassen. Also wirklich, du merkst richtig, wie die Haut so ein bisschen nach hinten gezogen wird. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt war ich ein bisschen schnell. Und genau, du merkst da schon, wie natürlich die Haut sich auch vorne glättet. Eine weitere Sache, die ich empfehlen kann, ist eine gute Massage. Und zwar, ich verwende mein Hyaluronserum. Ich nehme immer das von Poracell. Hyaluron hat einfach den Effekt, dass es Flüssigkeit in der Haut bindet. Und ja, wir wissen ja, wir sind immer mehr dehydriert, je älter wir werden. Und Hyaluron wird immer mehr abgebaut, was ja auch natürlicherweise in unserem Körper vorkommt. Und das ist hier Naturkosmetik. Also ich versuche so viel wie möglich mit Naturkosmetik zu verwenden. Aber klar, ich bin auch nicht perfekt. Das ist ohne Parabene, vegan, ohne Plastik, ohne Palmöl, ja, ohne Tierversuche. Und genau, liposomal bedeutet auch, dass es besser in die Haut eindringt. Was ich dann mache, ich gebe etwas auf die Hand und gebe es auf meine Stirn. Dann ziehe ich hier so mit der Hand die Stirn so nach oben, so am Haarrand, wo die Haare beginnen, und fange dann an zu massieren. Du kannst auch mit der Faust massieren. Wichtig ist, dass immer die Stirn angespannt bzw. nach oben gezogen wird. So, noch weitere Maßnahmen, die ihr ergreifen könnt, ist natürlich das Trockenbürsten. Ja, das ist ja auch sehr gut, um Falten ein bisschen zu glätten, weil Hornhaut etwas abgetragen wird und dadurch wirkt natürlich die Haut weniger spröde und etwas glatter. Das ist halt quasi eine Form von Abrasion, also das Abtragen der abgestorbenen Hautzellen. Und was ihr machen könnt, ihr könnt irgendwie von links nach rechts, also wie sagt man nochmal? Horizontal, genau, könnt ihr quasi bürsten, und das ist echt mega gut. Also das ist auch ein Grund, warum ich
wahrscheinlich nicht so die Stirnfalten bekommen habe, weil ich halt regelmäßig die Stirn bürste mit einer, ich sag mal, nicht zu hart, aber auch nicht zu weichen Trockenbürste. Ja. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist auf einem bestimmten Kissen nachts zu schlafen. Viele von euch wissen ja, dass ich schon seit meiner ersten Stunde hier auf YouTube predige, dass wir versuchen, auf dem Rücken zu schlafen. Ich habe es immer vorher ohne dieses Kissen gemacht. Dann hat mich irgendwann Sleep and Glow angeschrieben. Die machen diese speziellen Kissen, wo man halt quasi Falten damit verhindern kann, weil die Leute nicht mehr so auf der Seite schlafen. Besonders dieses eine Kissen, Aula, was ich jetzt verwende. Und mit dem bin ich total zufrieden, weil das auch super bequem ist. Und da lerne ich natürlich auf dem Rücken zu schlafen oder beziehungsweise ich werde dazu gezwungen, weil neben an der Seite sind da wie so zwei Lehnen, wo man halt den Kopf nicht so, wo halt der Kopf so dazwischen liegt. Das bedeutet, dass wir halt nicht auf der Seite schlafen und unser Gesicht zerquetscht wird 8 Stunden lang, sondern dass unser Gesicht wirklich da auch entspannen kann auf diesem Kissen. Also ich finde das auch super bequem, das ist gut für den Nacken. Bin immer total ausgeruht, wenn ich morgens aufwache. Und wie gesagt, ich habe halt früh diese paar Maßnahmen ergriffen. Und deswegen ist vielleicht meine Stirn jetzt auch ein bisschen glatter. Ich achte halt da ein bisschen auf die Mimik. Aber es gibt Sachen, die können wir einfach nicht vermeiden. Ich habe auch Fältchen hier unter den Augen. Ich habe hier meine Nasolabialfalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist okay für mich. Ich werde trotzdem nicht zur Spritze oder irgendwie Hyaluron spritzen lassen oder Botox, weil alles, was unter die Haut geht, da kriege ich schon das Gänsehaut. Das ist einfach gar nichts für mich. Und ich möchte einfach das akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Und das, was ich ändern kann, das versuche ich zu ändern. Und ich glaube, jede Frau möchte, egal wie alt sie ist, einigermaßen attraktiv aussehen, fast jede Frau. Und ich möchte euch einfach Wege zeigen, wie ihr das wirklich auch auf eine natürlichere Art günstiger machen könnt. Und wenn du ein bisschen mehr in die Tiefe gehen willst, auch mit der Ernährung, weil ich denke, das hat ja auch viel damit zu tun, wie die Haut von außen erscheint und ob sie gesund aussieht. Und dann sind auch ein paar Falten nicht schlimm, weil wenn wir schlank sind, wenn wir fit sind, wenn wir eine gute Ausstrahlung haben, dann ist auch die paar Falten sind nicht so wichtig. Und wenn ihr da mehr in die Tiefe gehen wollt, kann ich dir meinen Online-Ernährungskurs empfehlen. Da geht es darum, mehr Rohkost in unser Leben zu bringen, mit ganz tollen Rezepten, mit Lektionen. Und natürlich ist das Anti-Aging da auch ein Thema, ne? Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme für gegen Falten. Und ich werde auch einen Kurs machen, einen kompletten Anti-Aging-Kurs, habe ich mir überlegt, einen Online-Kurs auch, also wo es halt wirklich nur um die Hautpflege-Tipps geht. Aber wie gesagt, unterschätzt nicht die Ernährung. Die Ernährung ist das, was uns von innen tatsächlich jung hält. Letztens habe ich noch ein Video gesehen, wie oft es eigentlich so ist, dass Menschen, weil sie sich schlecht ernähren, sich dann auch deswegen viel spritzen lassen müssen, weil die Haut einfach so schnell nachlässt. Und dabei hat es nicht immer was mit der Haut zu tun, sondern einfach auch, weil die Menschen so einen schlechten Lifestyle haben. Die essen schlecht, die rauchen, die trinken. Und dann muss das natürlich alles wieder kompensiert werden, indem viel gespritzt wird und getackert und OPs und sonst irgendwas. Und damit wird auch oft ein bisschen kompensiert. Deswegen, ja, ich finde, wie gesagt, kleine Zeichen der Alterung sind was Schönes. Und ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Videowünsche gerne unten in die Kommentare.